zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Transformers Generations Combiner Wars Review auf Starblight.de. Und heute habe ich für euch den guten alten First Aid, welchen man benötigt, um halt mit den anderen Protectobots Defensor zusammenzustellen. Ihr habt ja schon Rook und Streetwise gesehen. Fehlen werden noch Blades, Groove und natürlich Hotspot. Und bevor wir hier auf First Aid zu sprechen kommen, ein kurzer Blick auf den beigelegten Comic. Die Verpackung spare ich mir jetzt einfach mal, da der Comic halt eben auch den größten Teil der Verpackung eigentlich ausmacht. Und ist mir im Hintergrund, muss ja auch nicht sein. Sehr schickes Artwork. Der Comic wird wahrscheinlich wieder eine Ausgabe von Robots in Disguise sein. Hab noch nicht reingelesen. Muss ich unbedingt mal nachholen. Nehme ich mir eigentlich schon seit Ewigkeiten vor. Sieht auch cool aus. Fällt mir ein, dass ich mir noch Generation Splitswing besorgen muss. Den habe ich nämlich noch nicht. Hier auf der Seite sehen wir natürlich wieder die von mir hochgelobten Behind-the-Scenes-Geschichten. Ich sag mal Geschichten, das ist ja eigentlich, die sind nur ein paar Bildchen. Also mit Geschichte meine ich es eher metaphorisch. Euphemismus für Gedöns, Zeugs, bla halt, ne? Auf der Rückseite dann halt wieder hier die Charakterbios und so weiter und so fort. Ja, was ich schon erzählen kann zu First Aid ist, dass er ein Remold ist von Offroad, welchen wir in der zweiten Welle hatten und der Teil für Manasaur ist. Aber ich muss sagen, dafür, dass es halt ein Remold ist, hat man sich hier auch wirklich sehr, sehr viele Freiheiten genommen, das Ganze eigen zu machen. Also hier ist auch wirklich kaum noch ein Stein auf dem gleichen geblieben. Ich glaube, hier wurde komplett alles verändert sogar. Ich denke mal nur so ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt hier Unterarmgelenk oder sowas. Ich bin momentan echt ein bisschen verseucht, also deswegen nicht wundern, wenn ich hier schnuppe und huste und sowas. Also es ist wirklich schon eher ein Reshell, würde ich sagen. Denn bis auf die gemeinsame Transformation haben sie jetzt auf den ersten Blick nichts gemein. Außer jetzt vielleicht die Räder. Aber das ist schon wirklich sagenhaft. First Aid kommt mit Zubehör, nämlich hier diesem Combiner-Teil. Hier sieht man es. Hat hier so einen kleinen Schlitz drin. Das heißt, man kann das Teil hier oben befestigen. So. Das dann auch runterklappen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dafür, dass es halt eher, so, wir wissen nicht, wo wir sonst hin damit. Dann kommt er noch hier mit dieser Axt, hauptsächlich schwarz mit silberner Klinge, kann man zum Beispiel hier seitlich befestigen. So, wieder Zubehör halt, Fahrzeugmodus ist halt hauptsächlich rot-weiß. Wir haben hier blaue Fenster. Hier hinten die Fenster sind leider nicht bemalt, das finde ich ein bisschen schade, er hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Farbe verliehen, finde ich. Sonst finde ich ein Fahrzeugmodus soweit in Ordnung. In Generation 1 war First Aid halt ein Krankenwagen. Er sieht halt jetzt eher wie so ein Notarztwagen aus. Das Ganze war halt auch so ein bisschen so Küstenrettung, irgendwie sowas, würde ich schon fast sagen. Denn er wirkt halt eben durch seine Statur halt sehr Offroad-mäßig. Könnte ich mir vorstellen, dass man sowas halt vielleicht in Natura dann eher so am Strand oder halt in den Bergen sieht oder sowas. Ist jetzt so mein Gedankengang. Also es sieht halt nicht aus wie so ein 0815 Krankenwagen, der durch die Stadt donnert. Sonst haben wir halt hier Rescue, Emergency stehen. Hier ist Autobot-Logo auf der Motorhaube. Hier haben wir ein bisschen silberne Details. Die Frontlampen sind leider nicht bemalt. Das fällt mir so ein bisschen auf. Ich finde die Protectobots sind alle so ein bisschen, die hätten alle noch ein bisschen mehr Farbe vertragen können. Zur Transformation, die ist wie gesagt sehr ähnlich der gegenüber von Offroad oder nahezu gleich. Das heißt, wir klappen hier das Stück hoch. Muss ich überlegen, wie es hier am besten jetzt geht. Klappen hier die Arme raus. So, und jetzt können wir hier die Sektion lösen. Hier ist so ein kleiner Stift, der hakt hier in den Schlitz rein. So, rausziehen.
zusammenklappen. Beine spalten. So, Kopf rausdrehen. So, und hier das noch in Position bringen. Das hält nicht so offiziell, also was heißt nicht offiziell, aber es hält nicht so geplant fest, oder? Doch, hier haben wir so zwei Erhöhungen. Die können hier in diese Einlassung einrasten. So. Hält jetzt nicht bombenfest, oh, ist ausreichend, finde ich. Und da ist First Aid auch schon eigentlich fertig im Robotermodus. Und im Robotermodus fällt mir persönlich sofort der großartige Kopf auf. Ein wirklich sehr toller Kopfmold. Erinnert mich sehr an Generation 1 auch. Hat diese schöne kantige Form. Der eine oder andere kann sich da vielleicht noch dran erinnern. Früher waren die Köpfe sozusagen die Combiner-Ports. Die wurden dann halt in die größeren Figuren halt reingesteckt. Mittlerweile hat man es ja so gelöst, dass man halt hier diese separaten Combiner-Ports hat, was ich persönlich auch ein bisschen besser finde. Der Rotton-Modus gefällt mir soweit ganz gut. Hier dominiert halt eben auch der Rotton. Wir haben hier zwei verschiedene Rottöne, nämlich einmal hier das gemalte Rot und wie ich es bezeichne, und das gedruckte, eigentlich gedruckt, gegossene Rot. Es ist so ein bisschen schön blutrot, so ein bisschen kräftiger. Das hier ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, heller. Wir haben hier silberne Details, hier nochmal ein Autobot-Logo und natürlich halt auch viel Weiß. Hier haben wir noch Blau. Persönlich finde ich aber den Robotermodus ein bisschen zu farbarm. Ich hätte mir so kleine Details gewünscht. Wir haben ja hier schon Silber und auf der Front des Fahrzeugs haben wir Silber. Hätte ich mir vielleicht noch so ein paar silberne Details gewünscht. Oder zumindest halt, dass die Hände sich ein bisschen abheben. Oder hier diese Details an den Beinen hätte man vielleicht noch irgendwie silbern bemalen können. Das hätte mir schon gereicht. So finde ich es, ist okay, aber ein bisschen farbarm halt, wie ich schon gesagt habe. Hat relativ dicke Beine. Eben dadurch, dass statt wie bei Offroad so ein Flatbed ist, hat er halt hier eben noch ordentlich Fahrzeugteile dran. Hier die Motorhaube vom Fahrzeugmodus, die ist als kleiner Rucksack halt dran. Passt aber halt eben auch, wenn man sein Generation 1 im Bild bedenkt. So finde ich, ist ein netter Robotermodus. Jetzt nichts Überragendes, was mich so richtig aus den Socken haut. Das reicht mir aber, denn für mich steht klar im Vordergrund, dass die Figur halt eben diese Voraussetzung erfüllt, vier Modi zu beinhalten. Das ist nämlich der Robotermodus, das ist der Fahrzeugmodus, der Armmodus für den Combiner und der Beinmodus für den Combiner. Und das erfüllt die Figur, von daher bin ich da zufrieden. Und ja, den Armmodus zeige ich euch gleich. Und natürlich den Beinmodus auch. Vorher ein kleiner Vergleich zu Offroad, um euch zu zeigen, was sich da verändert hat. Und das Einzige, was wirklich gleich geblieben ist, ist hier der Bereich der unter der Taille. Sprich, die Lenden und halt hier die Oberschenkel. Das ist gleich geblieben und die Oberarme. Sonst ist das hier wirklich eine komplett neue, gegossene Geschichte. Also das finde ich schon wirklich sagenhaft, dass man hier wirklich, also ja, okay, der Combiner-Port ist natürlich noch gleich geblieben, aber das ist jetzt Haarspalterei. Aber ich finde, man hat sich hier wirklich Mühe gegeben, um halt aus einer Figur einen Remold zu machen, der wirklich halt auch neu wirkt. Also wenn man die beiden nebeneinander stehen hat, die wirken schon so ein bisschen ähnlich von der Grundprämisse her, aber trotzdem unterschiedlich genug, dass man sagen kann, oh ja, die nehme ich mir beide. Und ja, die Waffen sind halt natürlich straight repaints. So. Also da hat man einfach die Sachen von Offroad übernommen. Finde ich aber auch okay. Ich meine, das Ding, ich habe die Combiner oder die Combiner-Gruppen habe ich eigentlich zu 99,9% der Zeit im Combiner-Modus im Regal stehen. Von daher kann ich damit leben. Ja, viel habe ich zu dem nicht zu sagen. Wie gesagt, er ist halt ein bisschen wenig bemalt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Farbdetails gewünscht. Die Transformation ist einfach und spaßig.
zeige ich euch noch die Combiner-Modi, die natürlich ähnlich sind zu denen von Offroad. Zeige ich jetzt mal. Generation 1 wurde First Aid übrigens zum linken Arm. In Combiner Wars hat man sich da Rook als linken Arm genommen und na, kann ich ja doch hier. Das ist auch ganz nett. Hier sind nämlich so kleine Stecker, die kann man hier in die Unterarme reinstecken. Dadurch hängen die Arme fest dran und schludern nicht so durch die Gegend. So. Dann noch die Hand dran. Und fertig ist der Armmodus. Und das sieht wirklich massiv aus. Also ich würde sagen, wo der Arm hinhaut, da wächst auch nichts mehr. Jetzt muss ich die Kamera mal ein bisschen ausrichten. So. Also wirklich ein sehr massiver, dicker Arm. Dann noch schnell die Verwandlung in den Beinmodus. Es ist bei den Combiner-Modus halt so üblich, sage ich jetzt mal, dass der Beinmodus eher dem Fahrzeugmodus entspricht und der Robotermodus eher dem Armmodus. Das ist so eine Auffälligkeit, die mir aufgefallen ist. Jetzt nichts Weltbewegendes. Das heißt, wir verwandeln First Aid nahezu komplett zurück in den Fahrzeugmodus. Transformation ist, wie gesagt, relativ einfach. Ich finde halt auch cool, wie sich hier der Arm in die Beine einfügt. Das finde ich irgendwie sehr cool gemacht. So, dann hier das Fußstück und fertig ist der Beinmodus, welcher halt auch so von Hasbro für Defensor in Combiner Wars ja, vorgegeben wird. Vorgegeben ist ja relativ, man kann damit ja machen, was man will. Das wird ja auch so gewünscht. Aber so ist es halt von Hasbro propagiert, sage ich mal. Wie gesagt, eine relativ coole Figur, aber halt eben im Vergleich von Combiner Wars halt eher Durchschnitt. Aber für mich steht ganz klar die Kombinationsfähigkeit im Vordergrund und da macht die Figur meiner Meinung nach alles richtig. Von daher, wenn ihr Defensor haben wollt, kann ich den euch definitiv ans Herz legen. Die Figur könnt ihr aktuell auch in Deutschland in Läden erwerben, zum Beispiel Toys R Us oder Müller. Oder wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie in die Läden zu gehen, die immer voll sind und eventuell auch noch ein bisschen was sparen wollt, bestellt es bei Actionfiguren24. Den Link poste ich euch hier unten in die Videoinfo rein, da könnt ihr gerne mal reingucken. Sonst würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr es noch nicht getan habt. Warum auch nicht? Lasst ein Abo da. Und ja, sonst schaut mal auf starblade.de, schaut noch ein paar andere Videos von uns an und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblade.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. Starblade.de. Von Nerds für Nerds.